Hast du dann diese Woche schon in den Spiegel gelohnt? Ich kann mir erlauben, in den Spiegel zu gucken, du nicht. Ja, wieso dann nicht? Guck mal, wenn ich in den Spiegel gucke, das ist Eitelkeit. Aha. Wenn du reinguckst, ist Tapferkeit, das ist der Unterschied. Er ist so witzig, du sagst was und er reagiert natürlich. Mein Name ist Hans Züper, ich heiße Hans, wie heißt ihr? Der ist immer sperrig, das ist ein Anarchist, ohne zu wissen, dass er ein Anarchist ist. Meine Einschätzung ist, dass er ein Chaot ist, eigentlich. Hans war einer, finde ich, einer der besten Mandolinenspieler, ist er wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Wir zwei wollten Ham Ham. Ich übersetze wie den Ausländern. Und da kommen Fleisch und summten uns immer. Summten und immer. Immer mit Jesus. Wir stauten uns dumm. Das war schwer. Und loten nicht hin. Ja, das heißt, die ob einmal in der Fleischschüssel drin. Mir jagten sofort. Ja, wir jagten. Brich, brich, brich. Ja. Ich kann Jahre, wa? Ich habe mehr System. Strafe immer. Freundschaft. Wie ich geboren wurde, hat meine Mutter mich im Krankenhaus im Klösterchen in die Wiege gelegt. Als Säugling. Da kam der Vater von mir und wollte mich sehen. Da guckte er in die Liege rein und sagt, das ist ein Witz. Seitdem bin ich Komiker geworden, so einfach ist das. Sie war wieder da. Sie summte von Witz. Und sie brummte von Nau. Ganz was aber, das sind so. Das ist die Biene Maya mit einer Fehlzündung. Da war eine Karnevalsbiene. Wieso das dann? Man ist erstaunt, wie bekannt der Name ist. Also man wird immer drauf angesprochen halt, ne? Obwohl es schon lange rum ist eigentlich. Also auch die Kinder. Also man kennt, selbst die Jugend kennt ihn noch. Obwohl es ja schon, ne, jetzt eine Zeit her ist, wo er aufgehört hat. Als kleines Kind wusste man gar nicht, was die Leute meinen. Ja. Ja. Ich meine, ich kannte das ja nur so. Man wusste nicht, was die Leute von einem wollen. Ach, super. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen meinem Vater und mir. Ich bin genauso bekloppt wie der, aber er kann das auf Kommando. Weil er immer Jettrop hat, wo man so verlachen muss. Ne? Der hat immer Jettrop. Wenn wir zusammen am Angeln waren, dann dort zwischendurch überlegen, was bring ich auf der Bühne. Dann dort sich so schon jetzt zusammenreimen, dann dort aus einem Witz einen schönen Spruch machen. Ne? Ich habe diese Tage im Reisebüro einen Mann gesehen, der kam ganz wütend ins Reisebüro. Wieso? Ja und? Sagt er, ich möchte eine Kreuzfahrt anmelden. Ja. Bin 30 Jahre verheiratet. Ja. Sagt der Mann am Schalter, wollen Sie getrennte Betten? Aha. Nein! Getrennte Schiffe! Direkt am Meer in Pacalavaca auf Gran Canaria überwintert Hans Süper seit Jahren und interpretiert seine Lieblingsmelodien. Zimmerman flippt aus. Ist ja schon ätzend. Lässt sich eine Sauna bauen. Oh, du Zimmerman. Lässt sich eine Sauna bauen. Schön, du weißt überhaupt gar nicht, was eine Sauna ist. Eine Sauna ist und bleibt eine Sauna. Ich kann dir erklären, jetzt, was eine Sauna ist. Eine Sauna ist eine viereckige Holzverschlag. Ich bin eine Holztüre drin. Ja, aber da ist eine Holztüre drin. Da ist ein Herzchen reingeschnitzt. Nein, da ist kein Herzchen drin. Das ist ja immer noch
gelegt. Nee, nee. Und in der Sauna sind so Holzbänke drin. Richtig, mit einem Deckel drauf, und ich mich da drauf setze. Nein! Auf die Holzbank, da denkt man sich splitternackt Kopfleh. Und dann ist in der Sauna 100 Grad Hitze drin. Und wenn du dann nur rennküsst in die Sauna und du liest dann auf der Holzbank, da fängst du so langsam an zu spitzen. Das wird wärmer und wärmer und wärmer. Und da fühlst du dich wohl und du fühlst dich besser. Und die ganze Krankheit, die du dann im Körper hast, die stehst dann so langsam hoch. Und da schwitzt du dann alles aus, weißt du? Und der Schweiß, der läuft dann am ganzen Körper lang. Du schwitzt dann wieder noch nie geschwitzt. Und das ist dann eine Sauna. So, jetzt weißt du, was ein Sauna ist, ne? Mein Gott, der macht mich fertig, der Bursch. Das ist eine Sauna? Das ist eine Sauna. Das ist ja was ganz anderes, wo ich immer hinging. War nie so warm. Und da gehst du rein? Da gehen wir rein. In diese Hitze? Ja. Wow. Nackend? Ja, klar. Wow. Als geschirrtes Ei. Gisela. Das ist immer so gelaufen damals, habst du Ei zu ihm gesagt. Und jedes Jahr kam er mit einem Ei, das war alles. Und dass das mal so einschätzt, wusste ich auch nicht. Wussten wir alle beide nicht, ne? Aber war doch gut so. Also, da war der kleine Funke, der rüberkam nachher, ne? Das war das Schöne. Die kostet mich ja ein paar 10.000 Mark. Ach, da wird's mal warm, wenn ich den Preis schon höre. 10.000 Mark gibt ihr aus zum Schwitzen. Das kannst du doch billiger haben. Wieso das dann? Hättest du eine Eierkoche gekauft, wärst du 3 Minuten auf. Ich hatte eine Zeit, da fehlen mir die Hornos. Das ist ja meistenteils, wenn man älter wird und hat die Haare immer schön gepflegt. Aber einmal haben wir so Fallen sehen im Osten. Ne? Und an gewissen Stellen, da kriegt man dann so die Heimratsecke, sieht man hier dazu. Ne? Und dann habe ich für mich Klein gesagt, hey, von mir ein abgebrochener Meter. Als ich gesagt, hören Sie auf der Bühne. Kannst du mir einen Dienst in den Rat geben? Mir fallen hier die Haare aus. Was sagt der Halunke? Ach, du hast ja einen Kopf wie ein Ei. Und dann hieß er dann auf einmal ein Ei. It's Zimmermann. Ja, Ei darf ich schon nicht mehr sagen. Zimmermann, das frühere. Zimmermann im Taschenformat. Der ist ja so berühmt. Ach mein Gott, was ist der berühmt? Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft. Da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, und hast du dann dort drauf jetzt gekriegt? Ja, 2 Spiegeleier. Also ich bin ja nicht von der Bühne weg. Ich bin hier 63 Jahre im Geschäft drin, mit 49 habe ich angefangen, 1949, und habe Musik gemacht, dann Karneval rein und mache jetzt immer noch hier und da ein klein bisschen. Kulturkirche in Köln-Nippes. Der Karnevalsrentner kann es nicht lassen. Zusammen mit seinem Freund und Biografen Helmut Frangenberg präsentiert er seine Biografie »Mein Leben mit der Flitsch«. Das Kölsche Original erzählt aus seinem Leben und singt seine Evergreens. Ich würde sagen, wir duzen uns. Mein Name ist Hans Züper. Ich heiße Hans. Wie heißt ihr? Mama und Eifer. Hallo, Freunde! Da haben wir es schon. Gut. Mal zum Anfang ein kleines Liedchen zum Anfang, bevor wir weiterlesen. Das geht so. Ich bin ne Jung aus Köln. Der Hans wird ich genannt. Ich mache jen viel Blödsinn. Dafür bin ich bekannt. Drum mach ich auch kein Sorge, egal ob jung ob alt. Nur Hauptsache ist, ihr bleibt gesund. Und das noch jahrelang. Das wünsch ich mir von Herzen, denn ich brauche ich noch lang. Für mich ist der Karneval auf der Straße immer noch. Mein Humor, den ich habe, den brauche ich,
Wenn ich morgens aufstehe, ich kann ja gut aufstehen und morgens nicht, also um 11 Uhr gehe ich, am Frühstück gehe ich bei uns in den Ort, nach Köln-Sülz, da triffst du den und immer lustig drauf, immer ein gutes Wort drauf haben. Da ist Leid, da ist Freude, ist es alles da. Die Welt ist eine Bühne. Im Kinemar waren wir uns eingeladen. In dem Film saß ein Mädchen in der Bild, das war am Bade. Und als das Mädchen ob wohl stand, der ist der Film und mir Mutter Jan. Ach, hätte mir das doch gewusst. Ach, hätte mir das doch gewusst. Ja, ich möchte nicht, dass Sie denken, ich will den Karneval vergessen, wenn ich auch, sagen wir, 4 Monate hier auf Gran Canaria bin. Ein klein bisschen denke ich auch an Karneval, denn ich könnte mir das nicht erlauben, wenn ich nicht so ein gutes Publikum gehabt hätte, die mir das heute ermöglichen. Und darum habe ich natürlich ein Liedchen für euch alle, damit Sie denken, dass ich auf Karneval nicht vergesse. Strüßt ja Bützchen und Kamelle, ey, Mojek, sind da die schön. Strüßt ja Bützchen und Kamelle, und der Kopf voll Jäcketön. Schüttens in und lass mal trinken, wenn es in muss, Osterfleisch. Escher Mittwoch ohne Pinke, keine Benning in der Tisch. Der Kölner Karneval, aber auch alle anderen Formen des gemeinsamen Feierns geprägt sind von lauter Ballermann-Musik, geprägt sind von der Fähigkeit oder der abhanden kommenden Fähigkeit, dass die Leute nicht mehr zuhören können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Hans Süper und seine Arbeit würdigen will, dass man auch immer versteht und sieht, dass es eine Alternative zu diesem lauten Immer-Abfeiern gibt. Es wäre schön, wenn die Menschen wieder lernen würden, ein bisschen mehr zuzuhören und den leisen Tönen etwas mehr Raum im Fastelaufen zu geben. Wo ist er denn jetzt angeln? Am Wasser. Am Wasser? Oh, jetzt setzen wir mal ein Eigo Fishing on the Water. Mhm. Hat er schon jetzt gebissen? Mich noch nicht. Blöde Frage. Da muss das Wasser doch da, wo der Angel ist, sauber sein. Das ist kristallklar, das ist Bodenwasser, das ist Bodenwater. Aha. Also Spring Lake. Aha. The water comes from the bottom of the days. Aha. Da kann ich doch auch da schwimmen, Jan. Hä? Ja, oder FKK machen, wenn das sauber ist, wenn das schön ist. Hallo. Kleiner sexy Boy. Du willst wohl, dass meine Fische einen Schock kriegen, wa? Wieso das dann? Bei mir will der Nacken schwimmen gehen. Wieso, Baljot, du willst mal erkannt werden, wa? Was heißt das dann wieder? Dass die Fische raufgucken und sagen, oh, guck mal da, da schwimmt der Iron Man. Du kannst bei mir nicht nackend schwimmen. Ja, warum kann ich dann doch nicht schwimmen, Jan? Meine Fische gehen an jedes Würmchen. Ich kenne den Hans seit, ich weiß nicht, was, 14, 15 bin, habe ich den zum ersten Mal gesehen. Und hör mal, so ein kleiner, wuscheliger Anarchist, ne, gibt patzige Widerworte, versteht alles Mist, schlenkert irgendwie so rum auf der Bühne und spielt auch noch unheimlich abgefahren Flitsch. Den musst du ja lieben, den haben wir ja alle geliebt. Das war ja unser Idol und ist es heute noch. Aber du darfst jetzt Sport machen. Ich mache viel Sport, ich bin Masseur. Was bist du da für ein Masseur? Ich massiere Frauen, ich habe eine Fußball-Damenmannschaft unter mir. Ja und? Die muss ich massieren. Ich bin vereidigt, weil ich hübsch und gut aussehe. Und die denkst du massieren? Ja, ich bin sehr gefährdet. Wie meinst du das dann? Das ist eine körperliche Angelegenheit, da musst du voll zuschlagen. Ja, wie dann? Da sind ja Frauen bei wie Kleiderschränke, da muss ich die Schubladen polieren. Verstehst du? Da musst du voll... Ja, kannst du mal sagen, was das immer ist? Die nächste bitte heißt dann. Ein Meister der Pausen, der Pointen, ein Zeugnis deshalb,
dass ich immer sagen muss, der Hans, das ist eine Intelligente. Wer so viel in sich birgt und so viel umsetzen kann, wie du das gemacht hast, der muss einmal von wirklich vom Herrgott mit einer Jode kräftige, hohe Intelligenz ausgestattet sein, muss vor allen Dingen auch wissen, wie man mit den Menschen freut. Im Hafen von Pakalawaka geht Hans Süper fast täglich seinem liebsten Hobby nach. Der Clown angelt und unterhält Fische, Fans und Fernsehzuschauer. Der alte Mann und das Meer. Ich habe übrigens hier eine Zigarette angemacht, hier kann man rauchen, in der Kneipe darf es ja nicht mehr. Ein Problem mit dem Rauchen, Problem im Moment, ne? Also ich habe keine Probleme damit. Wenn der Kneipe rauchen will, rufe ich den Helmut Schmidt an, sag Helmut, komm mal vorbei, ich will einer rauchen. Kommt, damit können wir überall rauchen, das ist schön. Ne? Ja. Das Angeln ist für mich mehr eine Beruhigung. Ob das beruhigend ist für manch einer, glaube ich nicht, weil ich nehme das auch nicht so genau, wenn ich jetzt zum Beispiel nichts fangen würde, wäre ich morgen wieder hier. Das ist für mich eine Beschäftigung. Wenn man Rentner ist, man hat keine Beschäftigung, da bist du ein armes Schwein. Dann hängst du nur in der Kneipe rum und du guckst dir alle Programme im Fernsehen an und zwingst deinen Körper schon so langsam zum Abbauen. Du musst was tun, damit es weitergeht. Zimmermann singt jetzt ein Lied, was ich hasse. Aber er singt es jedes Mal. Aber wir können dir hier nichts kaputt machen, ist ja deine letzte Sendung, Jürgen. Es ist so ein beschissener Text. Wenn Sie die Ausgänge aufsuchen wollen, gehen Sie ruhig die Notausgänge. Es wird furchtbar. Es wird noch schlimmer, es wird noch schlimmer. Es kommen Jodfisch, da ring er aufgeschwommen. Ja, der war ganz verhungert und blass. Blass. Wie der singt, so fährt der Auto, ehrlich. Ja, da haben wir dich schnell aus dem Wasser genommen. Aus dem Wasser genommen? Wasser. Ja. Genommen. Singen. Da steckst du ihn ganz schlappe raff. Ich singe einfach mit, ihr bleibt ja auch hier. Und hätten wir den nicht in den Waldeck gerollt. Jetzt wird's geistreich. Holla, 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 dio. Ja, der hätte sich bestimmt noch ne Schnuppe geholt. Holla, 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 dio. Also, Top, jetzt will ich deine Reaktion mal testen, ja? Yes, yes. Wenn du jetzt mit dem Auto so über die Autobahn fährst. Autobahn? Ne? Oh. Autobahn. Ja. Und pass also für dir landet jetzt plötzlich auf der Autobahn ein Flugzeug. Autobahn. Und plötzlich für dir landet ein Flugzeug auf der Autobahn. Vor mir? Vor dir. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Ein Flugzeug? Flugzeug. Jumbo. Jumbo. Vor mir. Vor dir. Wo ich fahre. Ja. Einfach so. Einfach so. Auf der Autobahn. Ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, was? Ist ja klar. Ja, was würdest du da machen? Da guck ich in den Rückspiegel, ob ein U-Boot hinter mir ist. Was? Köln Arena, also früher war es ja die Sporthalle. Ich habe mich jedes Mal, wenn wir da waren, sehr auf das Colonia-Duett gefreut, weil ich fand die Fähigkeit, knochenlos zu sein, von Hans großartig. Ich habe den immer entwicklungsgeschichtlich zu den Wirbellosen gezählt, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Wie kann man so happeln? Und mit den beiden das. Also Elvis wäre neidisch geworden, glaube ich. Hey, Samba, hoppa. Hey, kannst du mal sagen, was das denn so? Eiertanz. So, hör uns, was ist das dann? Das ist der Takt. Bitte beachten Sie meine Körperbewegung. Das ist der Blues. Whoopi. Whoop. Das Ganze in Zeitlupe.
Ich war mal ein Gummimann. Meine Knochen machen dann immer mit. Immer. Ist das ja. Ach, das ist ein Rhythmus. Das habe ich auf der Bühne einfach so gemacht und ist gut angekommen. Ne? Nur wie gesagt, solche Bewegungen schleifen sich auch ab. Ne? Bei Werner Keppel in 10 Jahren habe ich ja nicht getanzt. Weil ich da mit dem Kolonien-Ed gemacht habe. Wir haben auch keine Hüte mehr getragen. Es soll ein ganz anderes Duett werden. Es ist ein anderes Duett. Es wäre ja blöd, wenn ich von meinem neuen Partner sagen darf, hör uns, Zimmermann, das geht ja nicht. Das ist eine abgehakte Sache. Und wir haben auch den Anlauf gebraucht, genauso weit wie beim Zimmermann. Wir haben 4 Jahre gebraucht, bis man Gehör gekriegt hat. Ne? Also, was du dir so alles entbildst mit dinger Frau. Lorenz, ich und früher Frau haben. Na ja. Wegen mir wollten sie sich das Leben nehmen. Ja. Aus dem Fenster wollten sie springen. Ja, aus dem Kellerfenster, ja, ja. In deinem Alter darfst du ja nicht mehr an Frauen denken. Ja, warum denn nicht? Gefährlich. Du lebst gefährlich. Ein Freund von mir, der war so alt wie du, ne? Ja. Der hat nur Weiber im Kopf gehabt. Weiber, und? Weiber, Weiber. Ja, und? Was dir passiert ist? Nee. Der ist im Bett versoffen. Wie kann man dann im Bett versoffen? Der hat von einem 18-jährigen Mädchen geträumt. Ja, und? Ist mit Wasser im Mund zusammengelaufen. Wir waren in Spanien an der Playa, der Urlaub war ruhig und nett. Dann schlug uns beim Schwimmen ein Well in das Gesicht und das Badeboot war plötzlich weg. Mit 2 Stunden um das Wasser gesucht, dann haben wir uns Putze gesehen. Und als man sie anhabte, stellte man fest, in der Butz hing ein Feuerqual drin. Jück ist schlimmer als Bing. Wie abgedreht läuft man rum. Und wenn man sich nicht kratzen kann, ja, dann ist es noch einmal zu schlimm. Und wenn man sich nicht kratzen kann, ja, dann ist es noch immer so schlimm. Dann haben wir uns ausgemacht, dass ich schreibe, die Sketche, die Lieder. Dann hol ich mir ganz schnell mein Fleisch zu singen. Ja. Dann hol ich mir den Michi. Richtig. Dann hol ich mir ganz schnell mein Fleisch. Ja, und dann spiel ich, was ich will. Wir haben bei mir im Keller zu Hause geprobt und wir haben manchmal, sagen wir mal, dass ich einen Sketch geschrieben habe, wo wir uns kaputt gelacht haben im Keller. Und wenn wir auf die Bühne kamen, der kam gar nicht an. Und dann haben wir uns angeguckt, wir konnten das ja nicht verstehen, weil wir den ja so gut fanden. Bis wir dann nachher dahinter gekommen sind, dass der irgendwie fürs Publikum schwierig mal zu verstehen. Wir waren in einer Diskothek, da wurde der schönste Mann gesucht. Keine eine war dabei, der so schön war wie mit 2. Alle Männer hier am Ring schließen jetzt ihr Frauen in. Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie mit 2. Ah, yeah. Das ist einfach ein sehr lustiger Text, sehr ironisch, sehr kölsch. Ne? Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie mir 2, ist ja der Refrain immer. Das ist sehr kölsch, finde ich. Das gefällt mir gut. Also die beiden Partner waren für mich eine Bereicherung meines Lebens. Weil die machen was, was ich nicht kann. Das ist das Schöne dabei. Es hat sich alles... Es war wie eine Einheit. Er macht das, ich mache das. Und zusammen waren wir stark. Das war schön. Ich werde die beiden noch nicht vergessen, davon abgesehen. Ne? Ich hatte mein Alter, ich habe dann aufgehört und nichts gehört. Wer will ein bisschen leben, ne? Ne? Ja. Und wenn ich ab und zu mal so einen kleinen Auftritt mache, tut mir auch gut. Ich möchte jetzt Ihnen ein Lied vorspielen und singen, was der Werner Keppel vor Jahren geschrieben hat. Aber was man Eva nicht singen konnte, weil mir so lustig war. Es geht um Kölle. Im Krieg, wie wir im Schutt gespielt haben. Und das Lied ist das
mein Lieblingslied. Und da möchte ich ihn heute nicht vorenthalten. Als Kinder lief Familien durch die Schilder, yes. Und ob der Holzschuh über der Hofstrauß bis zum Dom. Was war das früher schön, denn man hat noch kalte Töne, als die vier Putze singen täten, das war schön. Trotzdem fühlen wir uns wohl, denn wir haben ja noch den Dom. Und wir fahren mit den Kindern in den Zoo. Und es sieht nicht nur der Ring, es sieht noch manches zu sehen. Auch fast erlaufend hätte in Köln singen sind. Wir sind echte Kölsche und mit Ringwasser gedäuf. Wir lachen immer jen und weder ja nicht müd. In Köln ist es nicht nur laut, der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich sprengen sie hin. Hallo! Und eines Tages, wir kannten uns in Köln nicht mehr aus. So ja und Schilder, ja, die fungen wir nicht mehr. Und ob der Hufstrasse sah und über Nacht ganz anders aus. Nur der Dom stund ganz allein wie eh und je. Dar und nach jaufe der Alarm, über Nacht wurde man arm. Und das ist jetzt, was man nie vergessen kann. Nein, können wir auch nicht. Was man hatte, wurde gedeilt, das tät uns sogar noch nicht leid. Denn jede echte Kölsche teilt sich Freud und Leid. Jawohl! Echte Kölsche, mit Ringwasser gedäuf. Wir lachen immer jen und wieder ja nicht müd. In Köln ist es nicht nur laut. Aber du bist auch bald so gebot. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir. Ich sprengen sie hin. Dankeschön. Mein Bruder, ich, meine Mutter, mein Opa, mein Onkel, meine Tante, wir sind mit dem Handwagen zu Fuß nach Köln gegangen. Und was ich der Schönste war, der Kleinste, schöne Löckchen hatte, wurde ich ab und zu schon mal auf so einen Bauernhof geschickt von meiner Mutter, um zu hamstern, damit wir zu essen haben. Wir haben auch schon viel für den Bauern gekriegt, ein bisschen Speck, was Brot, auch schon mal Butter. Und dann haben wir dann auf der Wiese geschlafen und haben es mit Tau morgens gewaschen. Im Krieg flüchtete Lisa Süper mit ihren beiden Söhnen Hans und Charlie nach Sachsen. An der Front machte Vater Hans Musik für die Soldaten. Ihren Papa kriegten sie erst nach dem Krieg wieder in Köln zurück. Wir sind von Sachsen, von Kunnersdorf bei Hainichen, sind wir 7 Wochen unterwegs gewesen. 7 Wochen. Und dann sind wir dann angekommen in Köln, da hat meine Mutter erstmal versucht, eine Wohnung zu kriegen. Und die haben eine Wohnung gefunden auf der Luxemburgstraße, wo ich heute noch wohne. Ich wohne praktisch in der Wohnung, die meine Mutter damals nach dem Krieg organisiert hatte. Mein Vater war ein Musiker, Berufsmusiker. Er hat hier von der Pike auf gelernt, hat Geige gespielt. Gitarre spielen in der Fangenschaft. Und wie soll ich jetzt sagen, die kamen nach dem Krieg, waren die vier Putzen wieder zusammengekommen. Und haben dann auch Sitzungen gemacht und haben Tournees gemacht, berufene Tournees damals. Mit guten Kräften dabei, ne? Viele, also das Programm aufgestellt vom Feinsten. Ne? Das waren noch Zeiten, das waren noch Zeiten. Wenn der weiße Frieden, kennt er noch die Lieder. Wenn es weiße Bohnen, Suppe gibt. Ist dahin die schönste, bloß Musik. Immer, immer wieder, hört man Blumenlieder. Und es war so schöner, weiße Flieder. Wer
Kappes Sommerwiese, Kappes Klaus, hätt im Winter billig Sauerkraut. Und die Erlenbohre, wackele mit der Ohre, wer hätt uns der Kappes Hehe klaut. Damals gab es ja noch nicht so viel bewegte Bilder, die vier Botze so ein bisschen vergessen haben oder nicht mehr so gut kennen. Sag mal, aus deiner Sicht, was war das für eine Gruppe? Waren die wichtig? Die waren toll? Oder? Vier Butze war in Köln das, was früher die Beatles waren, ne, würde ich sagen, oder? Oder? Ja. Spielst du uns ein Lied von den Vier Butzen? Ja, ich könnte. Ich ja? bin willig. Ja, gut. Ja. Ja, die Vier Butzen sind natürlich eine Gruppe, die sind für mich persönlich unvergesslich, weil sowas kommt im Leben nicht mehr wieder. Auch die Flieder, ja, aber nicht, die kommen nicht mehr wieder. Das war, Vier Butzen war das, was die gearbeitet haben, für dahin zu kommen, wo sie waren. Zum Beispiel haben die damals rausgebracht, das Lied, vielleicht haben sie schon mal gesehen, alles bekannte Melodien, da haben sie Texte drauf gemacht. Zum Beispiel... Wenn bei uns die Töppe klingen, ist bei uns der Teufel los. Muss die Misch ob die Hölzchen springen, der Kanarie fuhr die auf der Straße. Und vom Wand der Bilderrahmen hätte all alt in der Hals. Aus dem wunderbaren Rhein traut sich heim und Klügerlein, so ging alles aus dem Leim. Der Bilderrahmen hätte all alt in der Hals. Aus dem wunderbaren Reim treibt sich Heim und Glück allein. So ging alles aus dem Leim. Schon im Alter von 12 stand Hans Süper mit seinem älteren Bruder Charlie auf der Bühne. Ihr Vater gab dem Duett den Namen Die zwei Schnürriemen. Oft probte er mit seinen Söhnen zu Hause. Das war schön, haben wir uns mit so einer Küchentür stellen, ne? Und jetzt bringen. Und da hat mein Vater gesagt, für meinen Bruder, da muss die Stimme, die muss klein wirken. Und dann sagte, ja wie denn? Ja, was hat sie gesagt? Genau. Was wolltest du wissen? Nee, da muss die Stimme nach klein machen. Hat sie dir gesagt? Nee. Hast du gut gehört? Nur aus der Hingerem sah. Was ist denn da? Du redest. Ach so, ja. Oh, was hat er denn dick und dick an? Das ist bestimmt ein toller Mostert. Bist du Mensch, schön? Hat er eine Milchverwertung. Bist du schwer? Wieso? Das sind's bei Plateköp, die sitzen nebeneinander. Mir zwei, mir Han und schwer verlaufen. Wir hatten für uns jetzt zu kaufen. Doch weil wir zwei jetzt gerade stammen, können wir nichts mehr laufen, Jan. Ach, hätten wir das doch gewusst. Ach, was war das früher schön, doch in Kolonia.
Wenn der Franz, wenn dies nun alle Kuba schien. Wenn der Peter Ermen, Ermen Apollonia. Still vergnügt, um heimisch an zu knuschen fing. Ja, na gut. Aber der Charlie hat sein ganzes Leben lang hatte wirklich, wirklich unheimlich viele Menschen unterhalten, mein Bruder. Aber die ganz andere Richtung. Kehe-Clubs, weiße Vereine, weißt, die haben ihre Touren gemacht und hat er gespielt. Und er hat unheimlich viele Fans noch. Unheimlich viele Fans noch, jetzt noch. Alle zwei Schnüre, man war eine Zeit nach dem Krieg, wie er schon gesagt, der Williamsbau. Da war der Ersatzjürze nicht. Da war alles vertreten, was Rang und Schulden hatte. Wir waren ja auch da. Da hat mein Bruder und ich zum Beispiel ein Lied gesungen, das hieß der Chemisch Jass. Ich will es versuchen, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Ich probiere mal. Was ich jetzt singe, das ist nicht gelore. Denn die liegt mir nicht. Wir sind im Hetze von Kölle geboren. Jetzt hier was am Nümatlicht. Das jetzt hier kommt mir im düsteren Finger. Mir ging noch dem Geruch. Dort hat man Riefkuchen backen und singen. Da lehrte mir unser Muttersprach. Da wurde gelacht bis Ende Nacht, bis manchmal in der hellen Dach stund ich noch dat alle Fedeljung, dat jürgen Spaß. Samba, Samba, de verdammten in der Schemmischjass. Wenn es dringend Päffel ist mit dem dicken Portemonnaie, dampzen durch den Riefkuch und alle. Die richtige Komik kommt immer aus dem Ernst, würde ich sagen. Es ist was anderes, einfach nur witzig und lustig zu sein. Aber richtig komisch zu sein, verlangt einen ernsthaften Umgang mit diesem Thema. Dann ist man wirklich gut und kann die Leute überraschen und begeistern. Dann bewegt man sich auf einem anderen Niveau, was die Leute eben nicht nur oberflächlich anspricht, sondern tief trifft. Und deshalb hört man dann auch keine Stecknadel fallen, wenn Leute wie Hans Süper auf der Bühne stehen. Bye, bibi, boo, bye, 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 do, 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 Komik entsteht, wenn ich das Tragische dahinter sehe, wenn ein Mensch in eine tragische Situation gerät und das aber versucht hinzukriegen. Und das kriegt das Komödiantische daran. Für mich muss immer eine Seite tragisch sein. Und ich muss immer wissen, da geht es um was und da ist einer in Not. Das hört sich zwar gemein an, das ist aber so, weil dann kann ich auch mitleiden. Und darin liegt die Emotion für mich. Dass ich sage, jetzt rührt mich diese Figur an, die bringt mich zum Lachen, aber beim Lachen kommen mir die Tränen, was natürlich auch sehr ein rheinisches Element ist. Aber mir haben sie verzahlt, du hättest jetzt endlich wieder Arbeit. Ja, Gott sei Dank. I have a new job. Du hast eine ganz yes. neue Job. I walk jetzt in eine Robofaktor. Wo bist du dann? Eine Robofaktor. Was ist das dann? Gummifabrik. Eine Gummifabrik? Wir machen alles aus Gummi. Gummimatten, Gummikappen, Gummianzüge für Taucher, Schlauchboote. Schlauchboote. Schläuche. Schläuche. Und kleine Schläuche. Was für Schläuche? Wie, was für Schläuche? Die kleinen. Kleine Schläuche. Sehen wir mal. Ja, was dann? Kennst du doch, die kleinen. Was denn? Kennst doch die Klapperstorchbetrüge, die kleinen. Und ganz zum Schluss in der Abteilung machen wir Nügele, Schnuller für Babys. Du Bessieck, ja, hör mal, was machst du denn da? Ich habe einen Vertrauensbasten. Ich arbeite hinter verschlossenen Türen. Hinter verschlossenen Jawohl, Türen? Jawohl, ich mache kleine Löcher mit der Nadel in die Klapperstorchbetrüger. Ja, wofür das dann? Dass später wieder die Nügele verkauft werden können, Junge. Blöde Frau.
Gute Witze zu machen oder überhaupt einen Witz zu machen, ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen muss er sauber bleiben, nicht ansprechen, andere Leute auf Krankheiten rausgehen. Gibt ja Leute, die gehen an Esel, an Krebs, die gehen alles ran. Das finde ich nicht für gut. Ein Witz soll ein Witz bleiben. Es soll sich keiner verletzt fühlen. Das ist das Schöne bei unserem Duette, die wir bis jetzt hatten, dass immer einer da war, der die Rolle spielt zum Verarschen. Wenn du meinst, du wärst schön, das können wir hier an Ort und Stelle klären. Wie willst du das erklären? Da pass mal auf. Du weißt doch, der Klapperstorch. Was ist mit dem? Der hat die Kinder mit dem Fahrrad rundgefahren. Ja. Da hatte der vorne ein Körbchen mit Kindern. Ja. Und hinten ein Körbchen mit Kindern. Ja. Und vorne die Kinder. Ja. Die haben gesungen. Wir sind die schönsten Kinder der Welt. Kennst du das Lied? Nee. Siehst du, hast du hinten im Körbchen, ist erst damit schon. So einfach. Wenn man heute mal die Veranstaltung im Fernsehen sieht, der Zimmermann stellt mir eine Frage. Und was der mich fragt, ich weiß ja nicht, was das ist, aber so, kenn ich. Ich kenne es gar nicht. Nee? Ich stelle mich dahin, im Grunde bin ich trotzdem der Dumme nachher. Im Grunde bin ich der Dumme. Ich kann mal ein ganz kleines Sketch vielleicht mal aus einer Sitzung nehmen. Zum Beispiel sagt der Zimmermann zu mir, hören's, ich habe dich gestern angerufen. Ja und? Da hat sich keiner gemeldet. Da hat sich keiner gemeldet? Nee. Bist du denn sicher, dass du bei mir angerufen hast? Ja klar, nicht bei dir angerufen. Hast du denn auch die richtige Nummer gewählt? Ja. Da ist keiner an der Apparat. Nee, da ist keiner an der Apparat gegangen. Ich habe mir den Finger wund gedreht. Nur eine? Bist du denn sicher, dass du vor dem Wählen auch der Hörer abgenommen hast? Und da ist keiner an der Apparat gegangen? Nee, keiner. Bist du sicher? Ja. Da war auch keiner zu Hause. Das sind so Witze, die kann man nur spielen, zu zwei Mann. Das sind so Sachen, die sind nicht anstößig. Im Grunde bin ich ja doch der Dumme, ne? Weil ich die blöde Fragen stelle. Ne? Das sind für mich Sketche, Verwechslungen. Weißt du, wenn der Zimmermann sagt, ich hab mir eine Frau in Frankreich, habe ich dir einen Rennbrand gekauft. Eine Rennbrand? Ja, ein Rennbrand. Eine richtige Rennbrand, ja. Einen echten Rennbrand. Ja, wo kommt der her? Aus Paris. Paris, oh, Frankreich. Paris bei Frankreich, ja. War der teuer? Der Gleis ist so eine Rembrandt-Tür. Der kostet ja 20.000 Mark. Oh, der muss aber alt sein. Ah, der Rembrandt, 20.000 Mark, ist Paris bei Frankreich. Kauft er seine Alten, ist der bekloppt. 20 Mille für eine Rembrandt, müsst ihr euch mal vorstellen. Alles Paris bei Frankreich. Hey, ich lüge das schon dahinter. Du weißt ja, was der Rembrandt ist. Ich weiß nicht, was ein Rennbrand. Nee, das weißt doch nicht. Eine bodenlose Frechheit. Ein Rennbrand ist und bleibt ein Rennbrand. Richtig. Hast du eine Garage dafür? Das sind so schöne Sachen, die tun weh. Aber das ganz Gespielte, das war so schön. Und das war das Duett, war richtig abwechselnd. Es passte alles schön, aber schön. Sag mal, du bist so stief, hast du Schwierigkeiten? Ich habe einen Hexenschuss. Einen Hexenschuss? Ja, ich habe einen Hexenschuss. Kannst du dich nicht mehr bewegen? Nee, mir geht alles weh. Musst du Yoga machen? Yoga? Yoga, das sind Lockerungsübungen. Was ist das dann? Das ist ein Emmer Wasser, ja. Die Füße rein, ja. Und der Finger in der Steckdose. Ja. Und einen Vorschlag. Wo hast du denn den Hexenschuss her? Den habe ich mir doch bei mir im Jade geholt. Im Jade? Ja, im Jade. Im Jade? Ja, ich habe doch meine Jade umgegraben. Umgegraben? Der Jade? Ja, und haben wir doch für so ein Heck gepflanzt. Ein Heck? Am Weg, ja. Ein Heck? Ja. Im Jade? Ja. Und da muss ich mich ja bücken für den umzugraben, ne? Bücken? Ja, im Jade doch. Im Jade? Wegen der Heck? Wegen der Heck, ja. Ja, und jetzt? Einen Hexenschuss. Im Jade? Vom Böcke? Ja.
musst du ja den mit zur Höhe legen. Musst du aufpassen mit dem Hexenschuss. Warum dat dann? Dat dat wie? Ja, dat kann ich dir sagen, dat dat wie dat. Vor allem morgens, wenn man wach wird. Was hat dat dann damit zu tun? Mensch, das ist aber ja keine Erfahrung, wa? Wieso dat dann? Könnte sein, dass der Schuss vor ist und die Hexe neben dir. Für mich ist... war das Colonia, die Duett hatte dann auch so eine Nische gefunden, das... sich selber veräppelns auch. Das ist so, wenn ich tue mich immer schwer mit Humor oder beziehungsweise denke immer darüber nach, was ist deutscher Humor, was ist jiddischer Humor. Und das hat was Jiddisches gehabt, weil man sich auch bei sich selber lustig gemacht hat letztendlich. Und das hat der Hans drauf gehabt. Und das mochte ich so. Das war ein Aspekt, gerade auch im Kölner Karneval, der anders war. Gerne wurde ja auch über andere gelacht oder Witze über andere machen, Frauenwitze gähnen. Das hatte man immer mal gerne bei diesen Büttenreden. Gott, wie langweilig teilweise. Und dann kam dieses Colonia-Duett und das hatte was Anarchisches auch großenteils. Und das mochte ich leiden. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Sie sagen einfach Zugabe. Das ist gar nicht so einfach, eine Zugabe zu geben mit einem Mann, der so bekloppt ist wie man, wie der. Ist es jetzt gut? Was denkst du denn machen, wenn mir heute oder morgen jetzt hier passieren wird? Wenn der Sensenmann kommt? Ja. Und nimm mir meine Zimmermann. Was denkst du denn machen? Also wenn du sterben solltest, ja, das wirst du nicht überleben. Aber traurig wäre ich ja doch. Ich würde nur schwarz tragen. Ich würde mich nie waschen, ehrlich. Aber ich glaube an das zweite Leben. Was möchtest du werden? Zwei Eier, Spiegeleier, verlorenes Ei, Ei im Glas, Russen-Ei, nein, ich werde eine Biene. Oh, die Biene Zimmermann, das erste Ei, was fliegen kann. Mit Blaulicht. Eier. Und weißt du, warum dass ich ein Bienen werden will? Ha, da kann ich so von Blüte zu Blüte fliegen. Eier. Ich kann mir da Honig holen, wo ich will. Und all die Lücken, die mich dann geärgert haben, die kann ich ja noch in der Hingeste stechen. Oh, da muss ich mir einen Katalysator einbauen lassen. Oh, das wäre gar nicht schlecht, wenn eine Biene wäre im zweiten Leben. Da möchte ich im zweiten Leben ein Huhn sein. Ein Huhn? Ein ganz normales, asoziales Huhn. Mhm. Jede Hand könnte mich haben umsonst. Mhm. Da käme jetzt Huhn und würde dich fressen. Mich? Genau. Dann würde ich ein Ei legen. Ja, und? Ja, dann wären wir ja wieder zusammen. Ein sehr wichtiges Element für Clown oder Comedians ist ja Timing. Ne? Dieses Element des, wann sag ich das? Ne? Den Gag. So. Und da ist der Hans ja der absolute Meister. Ne? Berühmtes Ding, sein Partner hat eine Flehe gelassen, ne? Den Papierflieger. Und Hans meint natürlich, oder... versteht ihn, Mist, er hat einen fliegen gelassen, hinten, ne? Dann lassen wir doch immer einen fliegen. Wir sind so ja mit 20 Mann im Verein. Zum Beispiel sagt der Hans dann zu ihm, du hast eine Flehe gelassen. Dann lehnt der Hans sich zurück und guckt so auf den Hintern. Das dauert endlos, nur so 10 Sekunden. Und die lassen alle einen fliegen? Ja. Wir haben noch ein Vereinslied. Kennst du das dann nicht? Bist du gerade am Singen oder? Und jeder hat eine Fernsteuerung. Die sind ferngesteuert. Ja. Ist gerade einer unterwegs von dir? Na, selbst oft auf der Bühne und Stille auszuhalten ist auf der Bühne ganz schwer. Ist mit das Schwerste, was es gibt. Und das kann der Hans. Par excellence, da ist er der absolute Meister im Timing. Ne? Ich habe vorher wo einen fliegen lassen, der ist ja nicht mehr wiedergekommen. Der war weg? War weg. Ohne Tschüss zu sagen. Warst du traurig? Ja, was denkst du dann? Oh, da muss ein Guter gewesen sein. Tut mir leid, dass der weg ist, ehrlich.
Ich meine, man muss sich ja auch in seine Lage versetzen, ne? Man hängt da dran und weg ist er. Wer weiß, ob man den jemals wieder sieht. Tut mir leid, dass der weg ist, ehrlich. Hm? Ja, was meinst du denn jetzt? Ich wollte dir gerade einen ausleihen, aber ich kann im Moment nicht. Der Hans ist eben im Karneval groß geworden, weil er auch ein großartiger Clown ist. Ich meine, der ist fantastisch. Und es ist eben so, in der öffentlichen Wahrnehmung wird er hauptsächlich so wahrgenommen. Aber ich kann das nur wiederholen, er ist auch einer der großartigsten Musiker, die ich kennengelernt habe. Und das ist zwar im Karneval nicht untergegangen, so will ich das nicht sagen. Er hat das ja benutzt für seine Figur, eben den Hans Süper. Aber er ist nicht so rausgekommen, wie er, sagen wir mal, als Musiker das wirklich könnte. Oh, die ist schön, ich muss ja nicht erkunden. Wir hatten ein kleines Swimmingpool im Garten. Da kann man ohne Badebunzeln baden. Denn das Wasser in der kleinen Pool ist da. Darum baden wir auch jeden Tag so gern. In unserem kleinen Swimmingpool im Garten. Ja, uns muss jeden baden, denn alle Katzen haben immer jenget warm. Darum baden die auch jeden Tag so gern. Im Grunde ist er dann flitscht, ne? Man flitscht da so, ne? Man flitscht oder pitscht, ne? Ich sag einfach flitscht dafür. Ist kein Mandolin, für mich ist mein Flitsch. Dort sind wir eine Mandolin, ist, ne? Genauso wie Sie jetzt gucken, haben die auch geguckt, wissen Sie? Da haben die das Rohr ausgepackt. Da habe ich Gas gegeben. Hat man mit 14 Jahren eine Mandoline geschenkt. Und die habe ich nur in der Hand gehabt. Da habe ich festgestellt, wenn man hier drauf drückt und hier drauf drückt, immer einen anderen Ton hat. Da habe ich gesagt, ich habe ja noch vier Finger. Und wenn ich den vierten Finger nicht nehme, spiele ich auch viel mit dem Daumen. Also ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich habe alles zusammengefuscht. Und was ich da jetzt mache, ist das, Mandoline war mir zu hell. Dann habe ich einen anderen Seitensatz erfunden. Einen anderen Seitensatz, keine hellen Seiten dabei. Da habe ich vertauscht. Dadurch habe ich dieses Volumen mit Harmonien. Zwar Kölner, Karnevalist und so, aber er ist auch Weltmusiker und sagen wir mal Musiker und versteht nicht nur den Bossa Nova, sondern schickt den Hans nach Afrika und nach drei Wochen ist er da, steht er auf dem Podest und alle verbeugen sich vor dem. So ist das halt mit ihm, ne? Weil er das kann, weil er das drauf hat. Dieses Direkte, der spricht von Herz zu Herz, ne? Das ist das Wichtigste bei der Musik. Thank you.
Ludwig, wann hast du den Hans das erste Mal getroffen? Ja, das war im Jahre des Heils 1952. Er hat den Samba ganz anders gedeutet, wie die Leute das normalerweise gewohnt wären. Der springt auf der Bühne rüber und hat aus dem Samba hätte mal eine Tango oder sonst gemacht. Jedenfalls, die Leute haben sich im Boden vor Lachen. Und ich habe den kennengelernt. Da haben wir ein Konzert gemacht im Gloria und dann sollte der Hans Lüper da mitspielen. Wir haben auch vorher geprobt, drei Nummern, war alles perfekt. Und dann hat er angefangen zu spielen und also er kam dann raus, wurde vorgestellt, fing an, die erste Nummer zu spielen. Das war dann auch noch okay, danach hat die ganze Band eine halbe Stunde auf der Bühne gesessen und ihm einfach nur noch zugeguckt. Es war nichts mehr zu machen. Der hatte komplett die Tänze da übernommen. Der hat auch gar nicht mehr viel Musik gemacht. Der hat ganz viel erzählt den Leuten. Und ja, ich hatte Tränen in den Augen. Ich konnte ja nicht mehr singen. War nichts mehr möglich. Da war Feierabend. Und das, sowas habe ich vorher auf einer Bühne noch nicht erlebt. Dass einer so rauskommt und du kriegst gar keine Luft mehr auf der Bühne. Du willst ja nicht mehr sein. Du willst von der Bühne runtergehen und dir das unten angucken, weil du denkst, ich habe jetzt hier nichts mehr zu suchen. Wenn er hier an der Theke sitzt, kann er auch mal ein paar ernste Töne anschlagen. Aber nur wenn man unter vier Augen ist, glaube ich. Nur unter vier Augen. Also ich glaube nicht, dass er, wenn viele da sind, ist er sofort ein Publikum. Der hat eigentlich Stand-up-Comedy erfunden, ohne es zu merken. Ja. Er hat das instinktiv gemacht, so wie er auch instinktiv auf der Mandoline spielt. Der weiß nicht, was er da spielt. Wenn du mit dem im Studio bist und du sagst, kannst du zu dem, was du gerade gesungen hast, kannst du da mal gerade die zweite Stimme singen? Die musst du dem nicht vorspielen, die singt er dann. Und dann sagst du, kannst du auch noch eine dritte vielleicht? Dann singt er die, ja? Und dann sollst du schon einen Fete machen. Das ist muss also so, wie du ein Schmetterling fängst, muss immer mit dem Köcher hinterher sein. Und wenn du Glück hast, dann erwischst du ihn. Bei seiner Tournee 2012 holt Wolfgang Niedecken den Musikclown auf die Bühne des Kölner Palladiums. Die beiden proben moderne Versionen der Evergreens von Hans Süper. Alles Natura. Lange so runter, du musst mal was drauf, können wir mal hören. Wolfgang Niedecken wandelt sich auch noch zum Karnevalisten. Der Musikclown hat ihn eingefangen. Es ist ja halbwegs bekannt, dass ich ein etwas kritischeres Verhältnis zum Karneval immer hatte. Es hat sich mittlerweile etwas gemildert, weil vieles passiert ist, wo es mich auch zu Einsichten gebracht hat. Ich habe meinen Stamm auch immer besser verstanden, ehrlich gesagt. Und selbst zu Zeiten, wo ich sehr oft mit Karneval auf Distanz gegangen bin, wenn der Hans im Fernseher war, dann habe ich nächtelang durchgeguckt. Ich habe das alles gesehen. Es war mir auch egal, ob ich das im vergangenen Jahr schon mal gesehen hatte. Beim Hans konnte ich einfach den Fernseher nicht ausmachen. Ich kenne so viele Sketche von dem, die auch bei uns schon zu Hause zum geflügelten Wort geworden sind. Emiade, ne? Ja, also er braucht zum Beispiel nur irgendeiner, muss nur sagen, Emiade, dann bricht alles direkt zusammen. Ja, und was meinst du jetzt vom Beruf? Oh, ich habe schon alles gemacht, Junge. Ich bin ein Profi, durch und durch. Im Moment bin ich selbstständig. Schön. Ich habe mich finanziell verbessert. Ah, noch schöner. Bin arbeitslos. Ich gehe auch nicht mehr zum Arbeitsamt. Ja, warum denn nicht? Da kriegst du ja keinen Parkplatz. Überall stehen die Fahrräder von den Beamten rum, da ja. Ich habe alles gemacht. Ich habe beim Zirkus Roncalli gearbeitet. Bei Bernhard Paul. Aha. Ich war der Star des Abends, Junge. Wieso? Ich bin aus der Zirkuskuppel in eine Weinflasche gesprungen. Moment, da war doch bestimmt ein Trick bei. Da war ein Trichter drauf, da wusste ja keiner, mein Gott. Es gibt so ein paar richtig große Clowns auf der Welt. Klock, Charlie Rivel, Fumagalli und Hans Süper gehört genau in diese Reihe. Ja, ich bin ja überhaupt ein Klon-Fan. Ich habe damals mal vor 40 Jahren mal in Williamsbau, oben war da so ein Zelt aufgestellt auf der Aachener Straße. Da war der Musikalklon Grock da gewesen. Ein Mann, ein Weltstar. Und dem Mann war ich höchstens 30 Meter entfernt. Ich hatte eine Gänsehaut. Allein die Musikalität, die Komik.
Charlie River damals. Natürlich die Nummer 1 ist von Charlie Chaplin, ne? Da kommt keiner dran. Ne? Alles selbst gemacht. Ne? Aber es ist für mich wichtig, diese Leute mal als Vorbild zu nehmen, damit ich mir selber sage, du bist nicht der Größte. Das waren die Größten. Das waren die Größten. Willi Müllewitsch, ich habe immer Papp gesagt zu dem Papa, ne? Wir haben es immer gut verstanden, weil ich den Mann geehrt habe, weil er es geleistet hat. Ich habe den Mann nie als bösartig angesprochen, sonst was. Nie. Der Mann hat was geleistet, der mocht mich. Wir kamen immer gut zurecht. Ich war nicht aufdringlich und trotzdem hat er bei mir ein letztes Interview gemacht. Und er konnte so schlecht laufen. Und da haben wir ja das Lied abspielen lassen, da weißt du, von dem Köln, als Schilder ja das Lied da, ne? Die letzte Strophe, ne? Dar und nach jo wieder Larm, über nach wurde man arm. Und das ist ja, was man nie vergessen kann. Was man hatte, wurde gedeelt. Und das tut uns heute noch nicht leid. Denn jede echte Kölsche deelt sich Freude und Leid. Ja, das schöne Text, ne? Das ist sehr schön. Ja, und war nicht das. Die Idee mit den Knochen. Ja, vielleicht kannst du jetzt wieder laufen und so. Die Idee, die. Schön, ne? Herrlich. Schöne Text, ne? Ja. Wir sind zwei Kölsche jung. Als Süborduett bekannt, wir machen jeden Blödsinn mit Hetz und mit Verstand. Mag ich auch den Sorgen, egal ob jung ob alt. Wir hoffen nur, ihr blieb gesund und das noch jahrelang. Das wünsche wir von Hetze, denn wir brauchen euch noch lang. Hey! Ich habe wenige Leute auf der Bühne gesehen, die den Witz und die Musik so gut verbunden haben wie der Hans. Der Hans war einer, finde ich, einer der besten Mandolinenspieler, sehr wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Er kann super singen, er ist super lustig. Dann sein Spannmann daneben, also diese Kombi, das gab es auch nicht mehr. Ich glaube, dass es einzigartig ist. Also was ich besonders, ganz, ganz besonders schätze am Hans ist, weil der Hans ist genauso Musiker wie Peter und ich, ein totaler Autodidakt. Der Hans spielt was, also du spielst was auf der Mandoline, das finden wir alle super. Und am nächsten Tag ist das auch super, aber völlig anders. Das ist ein bisschen so wie bei uns. Der Hans kennt ja auch Peters und meinen Vater ganz gut, der kann ja auch keine Noten lesen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, das mag ich am Hans eigentlich ganz gerne. Was war das denn früher? Ein supergeiler Trick mit Tränen in Augen, Louis. Man schwor zurück, bin ich sugar, du warst nur noch halb so doll. Doch mir klar, wie sie schnitt. Meine Einschätzung ist, dass er ein Chaot ist, eigentlich. Das merkt man, wenn man es auf der Bühne gesehen hat, wie er seine Partner hin und wieder überrascht hat mit irgendwelchen Einlagen, die nicht eingeprobt waren. Gott sei Dank, es wird ja zu langweilig nachher, ne? Genau. Und es dann aber auch wieder hingekriegt hat, den Stiefel dann zu retten.
das allererste Mal, als ich damals das Colonia-Duett gesehen habe, das ist mir bis heute ins Hirn eingebrannt, ist die Geschichte mit, wo dem Zimmermann die Frau weggelaufen war und er sagte immer, 3 Wochen, Laterne, nicht gekommen. Ja. Musst du nur der Metzger wissen. 3 Wochen, ja genau. Der Metzger, von der Metzger genau. Wissen, der war ja. Der Metzger wissen. Ja. Und das fand ich so lustig damals. Das war so kleine Bühnenstücke. Ja, da habe ich zu der Zeit habe ich das musikalische Talent eigentlich noch gar nicht richtig würdigen können, was mir erst nachher bekannt wurde. Ja, ich musste auch dabei sein. Ich habe vorher ohne Saiten gespielt. Das war schwer, es zu verstehen. Genau. Und ich habe der blinde Name nicht war. Genau. Und ich habe danach dann irgendwann habe ich mich immer über die Lieder gefreut, wenn ich auf irgendeiner Sitzung war oder es im Fernsehen gesehen habe. Habe ich mich immer sehr über die Songs gefreut, weil es mir einfach sehr gut gefallen hat, wie er erstens die Mandoline beherrscht, aber zweitens auch noch dabei unglaublich sicher die zweite Stimme gesungen hat. Das ist ja bei Hans Süper das Phänomen, eben nicht nur beim breiten Publikum gut anzukommen, sondern auch innerhalb sozusagen der Musikerszene. Das ist ja immer eine Gratwanderung. Wenn man zu populistisch wird oder zu populär wird, dann gefällt das dem ein oder anderen eingefleischten Musiker nicht mehr so gut. Die Musikerpolizei, wie wir immer gerne sagen. Das heißt immer, es gibt Musikanten und Musikanten, die was von Musik kannten. Genau. Und da kann man jeden in der Musikerszene fragen. Also da genießt er eine unglaublich hohe Wertschätzung. Und das ist wirklich eine große Kunst, sozusagen den Mainstream mit der Kunst so zu verbinden, dass das Ganze irgendwie eine Einheit gibt und trotzdem über alle Grenzen beliebt ist. Was spielen wir denn? Brummenau. Brummenau! 2, 3, 4. La 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 la. Ich bin traurig, der Fuchs, wenn ich erlebe. La 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 la. La 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 Stimmung. La 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 la. Um die Sonne schinkel, um der Himmel der vom Blau. Aber dort gehst du noch Brummenau. Um die Sonne schinkel, um der Himmel der vom Blau. Aber dort gehst du noch Brummenau. Und der Sonne schenkt hell, um der Himmel, der war blau, aber noch gehst du noch Brummenau. Und der Sonne schenkt hell, um der Himmel, der war blau, aber noch gehst du noch Brummenau. Und jetzt mit Bass. Und der Sonne schenkt hell, um der Himmel, der war blau, aber noch gehst du noch Brummenau. Und der Sonne schenkt hell, um der Himmel, der war blau. Aber na gehst du noch Brummenau. Heute hatte ich den Text auswendig gelernt. Mir zu Ehren habt ihr das gesungen. Und vor heute habe ich extra den Text auswendig gelernt. Und dann komme ich hier hin. Das stimmt nicht. Und wer kann den Text nicht? Der Hans. Die Musik stimmt nicht ganz. Die Bassseite, Moment, der muss ich ersetzen. Aber wir haben es trotzdem gespielt. Und ich bin glücklich. For only you can make this world go round. Only you can make me really smile. My heart's filled with joy for this culture boy. Only you, only you. Jetzt kommt das Eigentliche. Und ich freue mich unfassbar, heute Abend mit ihm ein Lied spielen zu dürfen. Hans Süper, wo bist du? Unser gemeinsamer Freund Mike Herting hat vor einem Jahr, ungefähr um diese Zeit, ein Album produziert. Ich habe das zufällig gehört. Ich stieg aus dem Auto an und sage, was ist denn mit dir los?
Mike Herting, also der auch mit uns diese WDR Big Band Geschichten gemacht hat. Ja, es geht drunter und drüber. Ich sage, wieso das denn? Ja, weil der Hans Süper ist hier, der nimmt gerade ein Album auf. Ich sage, da will ich auch mitmachen. Auf jeden Fall, ich habe mich beworben. Und, Wir haben ihn aufgenommen, ganz genau. Und, ein Jung kann aber nicht, ganz genau. Vielleicht kann er mal was mehr werden, genau. Okay, und jedenfalls ist auf diesem Album, da ist wirklich ein Song drauf, der geht mir seitdem, kein Scheiß, nicht mehr aus dem Ohr. Des Morgens werde ich damit wach und abends gehe ich mit dem Song pennen. Und dieses Stück, das werden wir jetzt spielen. Jawohl. Bei mir könnte Frau Hand verbrochen nur zu winken, weil mir zwei Jahre alles hat, was sich Frau wünsche. Manche Frau verleiht zwar viel, doch mir geben ihr, was sie will. Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie mir zwei. In der Diskothek, da wurde der schönste Mann gesehen. Keine war noch mehr, der ist so schön war wie wir zwei. Alle Männer hier am Ring schließen jetzt ihr Frauen in. Ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie wir zwei. So, ich hatte die Idee, dass ich mache dieses Jazz-Konzert mit Mike Herting. Und das haben wir gemacht. Hat so viel Spaß gemacht. Aber ganz am Ende, ich wollte My Way singen. Weil mit der Hans Süper, er wird die Geige spielen. Und es war ein berührender Moment, bis ich bemerkt hat, was Hans auf der Seite gemacht hat. Und da war ich fast kaputt, ich konnte nicht mehr singen, es war so lustig. Ich habe versucht weiter zu singen und dann kommt der Text nicht mehr und am Ende, ich war nur am Lachen und er hat den Auftritt allein gemacht, weil ich konnte nicht mehr. I've had a few. Ich bin Übersetzer. And then again, too few to enter. Sie sagt, es war ein schöner Abend. I did what I had to do. Es sei schuld, dass ich später geworden ist. And I saw through without exception. Aber ich bin auch für alles kaputt zu machen. I planned each careful step, each charted course along the byway. Wir sitzen an der Straße und die Leute kommen und jeder kennt ihn. Und die sind nicht berühmte Leute oder etwas normale unsere Nachbarn. Und jeder begrüßt ihn, er begrüßt jeder, wie er ist deine Familienmitglied. Er ist so ein natürlicher Mensch, überhaupt nicht hocknasig oder ich bin berühmt oder etwas. Er ist sehr, sehr nett und das gefällt mir wirklich. To say the thing. Ah!
Dankeschön. Wir haben eine kleine Überraschung für den Hans, von der er nichts weiß. Wie alt ist die? Pass auf. Pass auf. Die Überraschung ist 8 Jahre, Hans. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man so viele Jahre Musik gemacht hat wie du oder auf den Bühnen war wie du, wenn man sieht, dass junge Menschen sich, die das nie live erlebt haben, was du gemacht hast, sich für das interessieren, was du gemacht hast. Und wir begrüßen jetzt hier auf einer Bühne, der Hans meldet nicht, aber er meldet, der für den Hans und für sie die Pflege singen wird, einen 8-jährigen Jungen aus Köln. Das ist der Stefan Dahm, der begleitet wird von Martina Schumeckers. Einen herzlichen Applaus für Stefan Dahm. Wir zwei wollten essen, wir zwei wollten Ham-Ham. Und da kommen Fleisch und summt uns immer, immer im Gesicht. Wir starten uns um, das war schwer, und loten nicht hin. Da saß die Obeimo in der Fleischschüssel drin. Wir jagten sofort, sie war wieder da. Sie summte von weg und sie pumpte von Nabu. Herr mit Pantoffel, jetzt wieder Zuppel. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Wir waren Schachmatt, wir waren fertig, komm rein. Von der Jagd nur der Fleisch. Lass mich doch uns erzählen, Mann. Denn die summte schon wieder. Das macht er jedes Mal. Immer mit Gesicht. Ist doch ein. Flüssig am Heer. Summt ohne Verdurst. Genau was lassen. Und zwei noch aus. Wir nahmen doch die Schwuft und der andere Wand und der andere Vater ja doch noch nicht gekannt. Wir haben jetzt zwei Hinger her und wurden uns drum. Die Pflicht war kaputt und wir zwei sind jetzt fort. Was ich jetzt hab, das ist ein Hammer. Ja, wo hast du denn her? Alle gucken sie, wenn ich mit dem Auto angefangen habe. Ja, und wo hast du der? Ein Wahnsinnsauto ist das. Ja. Weißt du, wie ich an das Auto gekommen bin? Nee, da weiß ich ja nicht. Soll ich dir das mal kallen? Ja, da will ich ja wissen. I guess, I talk it you. Ja. Ich komme dieser Tage zufällig über die Autobahn. Du zufällig? Bei Anhalter. Aha. Und der erste Wagen hat angehalten, ja. Weil an mir fährt ja keiner vorbei. Ja. Ich hatte mir den Bügel drin gelassen. Ja, ab wo? Das war eine junge Dame, eine Russin. Eine Russin? Die hat mich mitgenommen. Du bist jeck. Die hatte Geschmack. Bist davon überzeugt? Habe ich mit der Russisch gesprochen. Wie dann? Also hast du ihr was vorgespielt, nicht? Wunderbar. Und Sie können ja Russisch. Ja. Die hat mich auch direkt verstanden. Ja, und dann? Ja, dann sind wir so weitergefahren durch die Straßen. Durch die Straßen? Sind ja asphaltiert. Mhm. Haben wir ja bezahlt. Ja, und? Dann durch die Berge. Berge. Jede Menge Berge. Ja. Schneekoppe. Anschließend auf eine Liegewiese. Auf eine Liegewiese? Auf eine Liegewiese. Und ich war ja nicht müde. Und da hat die was gemacht, das war mal so peinlich. Wieso das denn? Die hat sich ganz nackelig ausgezogen. Du bist verrückt. Hast du schon mal eine nackte Russin gesehen? Nee. Solche Füße. Auf jeder Seite eine Badalaika. Ja. Und wie die so nackt da stand, habe ich gesagt, zieh die Schwarm an. Ja, und dann? Na, stand sie dann vor mir im Schweiße ihrer Füße. Ja. Dann hat sie sich noch mehr ausgezogen. Ja, was dann? Die Haare. Ja. Die Zähne. Ja, und? Da stand die vor mir.
Und da hat sie gesagt, Schatz, du darfst dir was wünschen. Ja und? Da hab ich mal schnell das Auto genommen, ehrlich. Echter Kölner ist, in Köln geboren ist, dann ist die Dom immer die Adresse Nummer 1, Haus Nummer 4, weiß ich mittlerweile auch. Und immer wenn ich in die Stadt gehe, ich fahre mit der Straßenbahn bis Hauptbahnhof, da gehe ich in den Dom und setze ein Kerzchen auf, wie die alten Kölchen das nicht anders kennen. Trotzdem ich mit der Kirche nichts zu tun habe, aber ich glaube an Jesus, der hat existiert für mich. Und ich brauche das. Mein ganzes Leben ist so aufgebaut worden, von nichts bis, wo ich Glück gehabt habe. Und ich bin 100% überzeugt, dass Jesus dabei gewesen ist. Sonst hätte ich das bestimmt nicht geschafft. Kölschen Jungen, da werde ich ewig stolz drauf sein. Da waren wir damals in der Vorbereitung zu seinem Bühnenjubiläum, zu seinem Bühnenabschied bei ihm in Spanien, auf seinem Landsitz in Spanien. Da haben wir viel Alkohol vertilgt, mein Gott. Und da habe ich den Hans gebeten, doch mal den Kölschen Jungen für mich zu singen. Und er wollte das nicht. Und musste ihn wirklich überreden. Ich bin selber Kölscher und habe dann an ihn appelliert. Von Kölscher zu Kölscher sozusagen. Und dann hat in Spanien der Hans zum ersten Mal dieses Lied gesungen und da haben wir beide geweint. Das war so schön. Und dann hat er es auch zu seinem Bühnenabschied ja gesungen und für mich ist und bleibt der Hans Süfer der Einzige, der dieses Lied richtig singen kann. Als kleiner Junge han ich mich ins Verlaufen. Ich glaub, ich wollte mir nur ein Rahmkamelchen kaufen. Ich von mein Straß nicht mehr und das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, wo gehst du her? Ich hatte Angst, erinnere mich beim Schlawitschen. Im Geiste sah ich mich der rechte Mann im Kitsche. Doch ich merkte, er meidet gut mit mir. Ich seh ihm dann,
treu herzlich ob mein ihr. Ich bin ein kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ein kölsche Jung und unjen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln alaf. Ich habe in meinem ganzen Leben schon so oft geweint und lebe immer noch. Meine Mutter krabbelt mich immer wieder hoch. Das ist schön. Ich rate dir, lass nie der Kobbens hangen. Lauf in der Dachrin, dann wirst du dich schon fangen. Denn wenn du nicht mehr lachst, dann ist vergeht. Sing doch den Mutterspruch ob kölsche Lied. Sing so wie ich, du brust dich nicht so schamme. Hast du große Lust, dann singe mir zusammen. Denn wenn du eines Tages für im Himmelsbötzi stehst, dann sagt dem Petrus heimlich still und leis. Ich bin auf sonst nicht schlecht, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln allein.